Ja, ihr Lieben, heute sind wir wieder in dem Einkaufszentrum, wo es so ein kleines Café gibt, was wir sehr gerne haben. Und da haben wir uns schon eben was genommen. Und hier ist der erfrischende Springbrunnen in der Mitte dieses Rondells. Ein Junge war gerade hier und er hat immer versucht, tief mit dem Arm hineinzukommen ins Wasser. Das hat ihn gereizt. Aber die Mama wollte das gar nicht so gerne. Sie hat ihn dann immer wieder zurückgezogen, aber er hat immer wieder versucht. Naja, jetzt hat sie ihn endlich wegbekommen von diesem Wassergestiel hier. Ja, mal ein Blick in die schöne, süße Vitrine. Ja, gerade noch so ein Pfeiler dazwischen. Harry. Heißt die Konditorei. Dann sind sie gleich auch im Restaurant. Gehen wir noch mal rein. Und hier kann man dann sich zum Kaffee was zum Verfeinern nehmen, wenn man möchte. Da gibt es Karize. Das ist Zimt, den ich so liebe. Ich hatte gerade einen Kakao hier geben lassen und habe dann noch Karize dazu gefreut, eine ganze Menge. Und jetzt habe ich noch einen Cappuccino und da kam auch Karize drauf. So, jetzt geht es wieder zurück. Selinoska. So. Sag mal schön. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Ja. Grüß Gott. Ja, grüß Gott sogar, ja genau. Da ist sie gar nicht hier. Was hat sie heute? Ja. So wie Pudding, ja, oder was? Nee, das ist eine Torte, ja. Eine Torte, kleine Torte. Und da hat sie mit Klubnika, mit Erdbeeren. Ja. Sehr schön. Und da steht auch was drauf, glaube ich. Ne? Ah, da steht Terry drauf. Terry, könnt ihr sehen, Terry steht drauf, der kleine Schokolade. Sehr schön gemacht, ne? So. Und dann hat sie den, nehmen wir nochmal Terry. Und da hat sie einen Kakao, ne? Ja, ist das ein Kakao, aber sie will keine Karize, also keinen Zimt. Und ich habe einen Cappuccino mit viel Zimt. Ja. Und das ist eine Karottentorte. Und da oben mit einer schönen Schokoladendecke. Karottentorte. Na gut für die Augen, sagt man. Ne? Ja. Übrigens möchte ich ja niemanden enttäuschen oder in Zweifel bringen, wenn er ein Buch veröffentlichen möchte, was er geschrieben hat. Aber man muss sich dann schon was einfallen lassen, da muss man schon recht clever rangehen, sehr zielgerichtet, und man muss wissen, was so ein Verlag erwartet. Und da geht es vor allem um ein Exposé, was man unbedingt anfertigen sollte, bevor man überhaupt mit seinem Buch loszieht oder es zu einem Verlag schickt. Natürlich, im Grunde genommen, das ist ja meistens so gemacht. Die Verlage, deswegen sagte ich gerade, niemand soll sich enttäuschen lassen von vornherein oder sich den Optimismus nehmen lassen, wenn er ein Buch veröffentlichen lassen will.
nur weil das eben heißt, von allen möglichen Verlagen und Agenturen, dass 98-99% der Bücher, der eingesandten Manuskripte wieder zurückgeschickt werden und nicht genommen werden. Ja, ich habe früher öfter mal so Gespräche geführt, schon lange her, zum Glück. Und da hieß es dann häufig, jede Geschichte hat irgendwie etwas und jeder erlebt etwas. Und es gibt kein Leben, in dem man nichts erlebt. Ja, aber die Realität bei den Verlagen sieht ein bisschen anders aus. Die sind nicht interessiert an einem, wie ich hörte von einem Literaturagenten, die sind nicht interessiert an 0815 Geschichten, so hat er es wortwörtlich gesagt. Ne? Also man muss da schon eine Story haben, die es in sich hat, sonst hat man von vornherein schon keine Chance. Und das Exposé besteht aus drei Teilen. Zunächst mal eine kurze Inhaltsangabe. Und da muss man schon darauf achten, dass man ja gleich das Fetzige, was also den Verlag dann entflammen lässt für dieses Stück, für dieses Buch, sollte man gleich am Anfang mit einer, die Story ja gleich am Anfang dementsprechend erzählen. Interessant und aufwirbelnd und aufkratzend und wie auch immer, dass diese Story, wenn es schon geht, in der ersten Seite vom Buch sofort einschlägt. Viele lesen nur die erste Seite, weil sie so überlastet sind in den Agenturen und Verlagen, die gehen dann gar nicht weiter. Und das heißt also vom Agenten, wenn du nicht auf der ersten Seite die fetzige Geschichte bringst, und erst auf der 18. oder 12. Seite, dann kannst du schon vergessen. Das zweite ist dann ein kurzer Lebenslauf von einem, was man so für ein Typ ist, was man so gemacht hat, wo man herkommt. Und das dritte ist dann, dass man so mehrere Seiten aus dem Buch auswählen sollte, so als weitere Leseprobe. So. Also es hört sich vielleicht gar nicht so schlimm an, muss es auch gar nicht sein, aber man muss sich was einfallen lassen, dass man dieses Exposé wirklich recht knallig hinbekommt, dass man tatsächlich von den 100% heraussticht. Aber das kann man schon schaffen. Also, wenn einer dabei ist von euch, der ein Buch schreiben will und veröffentlichen will, dann nur zu. Optimismus und nicht gleich sagen, es geht nicht. So, jetzt haben wir uns ein bisschen unsere schönen Kuchen genehmigen und uns weiter ein bisschen erfrischen. Alles Liebe, bis bald, Baka Baka, Servus und Tschüssi.